Also, der Passat 3B mit dem AFN drinne, bei dem tropft das Kühlwasser und zwar richtig massiv. Und wo es tropft, das ist hier unten diese Stelle, meinte ich. Genau. Das ist der Schlauch, also es tropft hier an dem Schlauch, der hier einmal, der dort zu einem T-Stück geht. Und an dem T-Stück geht es dann einmal hier in den oberen Flansch, ja, also quasi diese obere Flansch hier geht runter, ist ein T-Stück, dann geht eins runter zum Motor und die andere Seite, die geht hin zum Ölkühler. Ja, und also mir ist jetzt nicht klar, ob es direkt dieser, na, fokussierst du mal richtig schön. Mir ist nicht klar, ob es dieser Schlauch hier ist, ja, oder hier. Ne? Hier dieses T-Stück. Ja, das T-Stück kann ja auch die Plastikenriss haben. Und aber viel höher ist es, glaube ich, auch schon nicht mehr, weil oben drüber ist es eigentlich ganz trocken. Und ich glaube, was ich machen werde oder was man machen sollte, ist, hier unten die Klammer auf, die Schelle auf. Hier oben an diesem Flansch hier. Dort die Schelle auf. Unten hier vom Ölkühler lösen. Und dann hoffen, dass man es schafft, dann dieses ganze Ding rauszukriegen. Weil dann habe ich die Quelle auf jeden Fall drauf. Aber mir ist nicht so ganz klar, ob das jetzt eine typische Sache ist oder ob irgendjemand einen Tipp hat, was man da machen soll. Ich bin wieder am Verzweifeln hier wieder.